Hallo Leute, willkommen zurück zu OMSI 2. Heute mal aus Wankendorf Version 2.2. Wir fahren wieder mal Cetaro und heute gehen wir die Linie 1 an. Dazu starten wir am Tengener Groden und fahren Richtung Stadtkrankenhaus. Aber zuerst müssen wir natürlich mal die Kiste aufrüsten, damit man im Ibis auch was erkennt. Motor einschalten. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Wie schaut es von der Temperatur aus? Innen 12, außen 12. Nicht gerade viel. Drehen wir die Heizung ein bisschen auf. So, dann müssen wir das Ibis einschalten. Ja, die passt. Linie 01, sorry, Route. Nein, Route 2 wahrscheinlich. Stadtkrankenhaus. Jo, das haben wir uns heute vorgenommen. Fahrzeit, keine Ahnung wie lang, 12:48 Uhr bis 13:14 Uhr. Das sind schwache halbe Stunde. Starten wir am Tengener Groden über den Gamser Weg, Schulzentrum, Börseplatz bis zum Zopp. Und dann geht es weiter Osnabrücker Straße, Rheinstraße bis hin zum Stadtkrankenhaus. Ja, in 20 Minuten geht's los. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht so lange da stehen bleiben, aber ich muss mal warten, bis sich der Druck da aufbaut. Währenddessen können wir mal schauen, ob im Bus alles in Ordnung ist. Jetzt geht's wieder zu, oder? Na klar. Ich weiß nicht, ob die Sitze wirklich weiß sein sollen oder ob es ein Grafikfehler ist. Fahren tun wir natürlich mit einem passenden Repaint. Stadtwerke Wankendorf, Linie 1 Richtung Stadtkrankenhaus. Weiß nicht, ob die wirklich weiß sein sollen oder ob das Repaint einen Fehler hat. So, da starten wir, gell? Linie 1. So. Angeblich liegt es daran, dass niemand einsteigen möchte, dass die tolle Matrix da oben herumspinnt, beziehungsweise das irgendwie nicht funktioniert. Linie 1, Stadtkrankenhaus, da wollen wir hin. Und steigen Sie jetzt ein? Nö, ich steige trotzdem nicht ein. Also entweder wollen Sie nicht bei mir mit. Fände ich zwar ein wenig seltsam, aber okay. So, stellen wir mal die Zeit vor. 17 Minuten haben wir noch. Stellen wir so 45. Dann sollten wir noch 2 Minuten haben. Hallo. Manni, grüß dich. Noch ein Können Manni. Sie die Heizung bitte anmachen? Ist schon eingeschalten, scheißt euch nicht an. Heizung läuft doch schon, was scheißt euch denn gleich an, Alter? Wird mir hier nur Schock gefröstet. Ja, kannst du ein bisschen was anziehen, wenn es draußen nur 12 Grad hat. Ach ja, die liebe OMSI KI, die lieben Fahrgäste. Ich mag sie sehr, ich mag sie außerordentlich. Bin ja schon gespannt, ob wir da rauskommen überhaupt. Ich muss dann nach links. Das Problem ist, da biegen dauernd welche ab. Das heißt, es könnte zu einem Unfall kommen. Naja, wir werden sehen. Aber wir müssen ein bisschen stehen bleiben. Und sitzt alle brav oder steht alle? Naja, Manni steht, also. Das ist wieder mal typisch. Typisch. Und da hinten? Oh, okay. Ich bin eine Frau.
Sprit haben wir genug. Wie schaut es von der Temperatur her aus? 14 Grad, naja, es wird. Es wird. Ich könnte auch ohne Licht fahren, nur dann kann man das Ibis relativ schwer lesen. Deswegen zumindest Standlicht einschalten. Dann kann man es gleich besser lesen. Ja, Linie 1 sind wir zu meiner Überraschung noch gar nicht gefahren. Mitfahren will niemand mehr. Ich glaube, wir sind nur bisher Linie 4 und Linie 6 gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, was wir in der Leitstellenfahrt gefahren sind. Schon so lange her, dass es gar nicht mehr war. Und das war noch in OMSI 1. Warte nur, dass mal einer von diesen Pennern reinfährt. So wie er zum Beispiel. Und jetzt fährt mal er sicher rein, ich wette mit euch. Es war so klar, dass man jetzt fast reinfährt. Ihr seid so intelligent, ist. So, wie mache ich das jetzt? Ohne dass ich ihn mitnehme? Gar nicht. Oder das Schild da vor mir. So, das Schild fliegt. Komm, fall um, blödes Schild. Also ich hoffe, die KI wird irgendwann einmal intelligenter in dem Spiel, aber ich glaube, das können wir vergessen. Nächste Haltestelle, Kartener Straße. Wo rennst du hin? Fangt schon gut an die Fahrt, oder? Immerhin habe ich nicht den Gegenverkehr mitgenommen, sondern nur ein Schild. Und hoffen, dass er uns nicht reinfährt. Aber das sollte sich ausgehen, oder? Ja. Ich sag's euch, die KI ist ein Wahnsinn. Sorry. Nächste Haltestelle, Gamser Weg. Gamser Weg. Und ich wollte Gelenkbus fahren. Hätte mir das nie geschafft, die Kurven dort. Wie schaut es von der Temperatur her aus? Der Halt.
Also ich habe die Repaints drinnen, ich verstehe nicht, warum die Kisten alle im Beige herumfahren. So, wir müssen rechts. Noch ein bisschen weniger, liebes Spiel. Dann halt nicht. Nächste Haltestelle. Sind doch gar keine Kinder eingestiegen, oder? Oder ist halt Elternabend? Hup, wenn andere an. Also die Map finde ich nach wie vor sehr cool. Ich weiß jetzt gar nicht, was verändert wurde. Ich glaube nicht, dass es eine neue Linie gibt. Na, fahren wir dank Beamten Porsche. Der fährt, der, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Schnauze, Manni. Hallo. Noch wer? Will die andere auch mit? Nö. Nächste Haltestelle, Brandstraße. Nächste Haltestelle, Marienkirche, erbaut 1789. Ein Besuch lohnt sich. Nun, was alle beten, damit ich gescheit fahre, oder was? Oh. Hallo. Nächste Haltestelle,
Börsenplatz. Was der Busampel da ist, verstehe ich nicht ganz, aber okay. Hallo. Grüß euch. Nächste Haltestelle, ZOB Hauptbahnhof. Umsteigepunkt der Linien 1, 2, 4, 6 und 8. Übergang zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. So, ich muss da schon links. Waren die Straßenschäden in der vorigen Version auch schon vorhanden? Wirst durchgeschüttelt und das ist ein Wahnsinn. Das ist so ein Wahnsinn. Aber geile Map, nach wie vor. Hallo. Na, was ist mit euch zwei Projektdänzer da? Guten Tag. Hallo. Nächste Haltestelle, Mitscherlichstraße. Was habe ich erwischt? Eines von den zwei Autos wahrscheinlich. Egal. Aber mir war es fast klar, dass ich irgendwas erwischen werde. Bei dem Abbiegen da. Ich lasse dich bei der nächsten raus. Wenn man da richtig hört. Ja. Du hast jetzt einen ganzen Bus für dich alleine. Nur weil ich ein Auto berührt habe, mein Gott, scheißt sich doch nicht an. Ein parkendes wohlgemerkt. Weit bis nicht, komm, Bursche.
Linie 4. Auch mit, oder? Nö. Nächste Haltestelle, Bremer Straße. Gibt ja noch andere Linien, die da fahren. Wollen wahrscheinlich mit dem anderen mit. Ja, ja, Leute, ich sag's euch. Naja, wäre ja zu schön gewesen, wenn es einmal geklappt hätte, ohne einen Unfall. Einer, der jetzt auch mitfahren will? Na geh. Nächste Haltestelle, Osnabrücker Straße. Ja, jetzt fahre ich eigentlich leer, macht keinen Spaß. Geht mit euch. Hallo. Grüß dich. Haltestelle Europastraße. Umsteigepunkt der Linien 1 und 4. So, scheinbar trennen sich dann unsere Wege hier. Nächste Haltestelle, Rheinstraße. Hallo. Nächste Haltestelle, Sanderweg. Ja, wir sind dann, glaube ich, bald am Ende der Linie. Aber ich beeile mich eigentlich viel zu sehr. Ich weiß gar nicht warum. Ruckel, ruckel. That's Omsi, weil es geht.
Hallo. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Banter Weg. Wahrscheinlich nur 30er-Zone da. Sind wir nett und lassen den Bus runter, wenn so eine ältere Dame einsteigt. Nächste Haltestelle, Vosslapper Weg. Super Straße in der Gegend, echt. Hallo. Hallo. Das ist eine Ampel. Ist das eine Ampel? Ja, ist eine Ampel. Die Ampel. Ja, ich weiß, dass es Traffic Light heißt, nicht die Ampel. Grüß dich. Nächste Haltestelle, Hagerstraße. Sechzig? Boah, fällt der Scheiße. Oh. Da stand 60, also fahre ich 60. Ist überhaupt, das war jetzt das Kickdown, war nicht fette Scheiße. Also ich habe nur auf Kickdown gedrückt. Nächste Haltestelle, Erfurter Straße. Ich
So, Erfurter Straße sind wir schon. Ich glaube, allzu weit ist jetzt echt nicht mehr. Krankenhaus. Diese Fahrt endet hier. Sehr geehrte Fahrgäste, vielen Dank für die Mitfahrt in diesem Bus. Ich hoffe, die Fahrt hat Ihnen gefallen und ja, bis zum nächsten Mal dann. Voll, das war doch anstatt zu viel zu früh eingeschlagen. So, Fahrplan, ja, ist okay, passt. So, dann schalten wir noch den Motor ab. Ja Leute, mir bleibt dann mir sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es hat euch gefallen. Ziemlich bald. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.